Hallo liebe Leute und herzlich willkommen zum neuen Video. Chriso hier. Ich bin jetzt hier im Szenario erinnern. Warum ich hier bin, zeige ich euch sofort. Und zwar haben mich sehr viele Leute gefragt, wie es aussieht bezüglich der ganzen Buffs und Debuffs, also den stärkenden und schwächenden Effekten, die ihr auch hier bei den Monstern seht, also die in Rot und in Blau angezeigt über den jeweiligen Monstern. Ich hatte bis jetzt keine Antwort darauf, habe eigentlich darauf gewartet, eine Liste zu bekommen, in der das aufgelistet ist, was diese ganzen Effekte bewirken, beziehungsweise wie hoch der Prozentanteil ist, was sie an Schaden verursachen und so weiter. Jetzt war jemand so nett und hat im letzten Video mir was dazu geschrieben, was ich selbst noch nicht gewusst habe. Und zwar, wenn ihr hier oben rechts auf das Zahnrad klickt, dann geht hier die Einstellung auf und wenn ihr da auf Hilfe geht unten neben den Optionen, seht ihr hier positive und negative Effekte und hier wird alles ganz genau erklärt. Das heißt, weil es steht ja oft bei den jeweiligen Monstern, bei den Fähigkeiten nicht dabei, wie viel Prozent der Wert jetzt beträgt. Aber hier sehen wir dann ganz genau, es gibt eben ja fixe Zahlen für gewisse Werte. Und die könnt ihr euch hier schön jedes Mal durchlesen, auch während ihr im Kampf erinnern seid. Das ist echt gut gemacht, muss ich sagen. Und ja, da muss ich mich einfach bedanken bei jemandem, der meine Videos angeschaut hat im letzten Video, das dann eben kommentiert hat. Und wollte ich euch das natürlich jetzt gleich mal weiterleiten, weil das für den einen oder anderen wahrscheinlich wichtig sein wird, beziehungsweise einfach interessant ist auch für euch, dass ihr das wisst, wo ihr das nachschauen könnt. Ihr seht, da gibt es diese endlos lange Liste von positiven und dann nachher den negativen Effekten, die es in dem Spiel gibt. Das könnt ihr euch dann alles selber mal genauer anschauen, weil wenn ich euch das Ganze jetzt hier vorlese, dann wird das Video wahrscheinlich 20 Minuten wieder lang werden. Das war mal das Erste, was ich euch hier auf jeden Fall mal nicht vorenthalten wollte, weil das wird sicher der ein oder andere von euch auch noch nicht wissen. Wie gesagt, ich habe selber noch nicht gewusst. Ich habe auch sonst von noch niemandem die Info bekommen. Und ja, es ist super, wenn ich solche Kommentare einfach erhalte, dass eben auch andere Spieler dann mir zeitweise Informationen eben weitergeben und mir sagen können, ja, hey, da gibt es irgendwas Neues oder sonst irgendwas und ich kann diese Info dann an euch einfach weitergeben. Ich schalte jetzt hier mal das Ganze rauf auf 3. Ich bin im Szenario unterwegs, wie gesagt. Versuche jetzt gerade dieses Szenario ja, komplett dann zu beenden mal. Schauen wir mal, wie es hier weitergeht. Ist das erste Mal, dass ich jetzt hier diese Stufe spiele. Muss mal schauen, ob ich schon stark genug bin, dass ich da komplett durchkomme. Es ist die vorletzte Insel im Szenario und auf dem höchsten Schwierigkeitsgrad. Da werde ich einfach mal sehen, wie weit ich komme. Bei der letzten Insel muss ich dann schauen, ob ich diesen Endboss auch besiegen kann, weil der ist ziemlich stark. Da werde ich vorher noch ein anderes Monster bauen müssen. Dazu habe ich auch sehr viele Fragen erhalten und werde dann auch ein eigenes Video nochmal dazu machen bezüglich aufwerten, dann den Fähigkeiten verbessern, beziehungsweise eben auch ja, wie man vielleicht am sinnvollsten aufwertet, also wie man am einfachsten eben zu einem ja, 4-Stern-Monster dann eben kommt oder am schnellsten. Am einfachsten ist es nicht, ja, es ist am einfachsten, aber vielleicht nicht am effektivsten, sage ich jetzt mal. Aber es ist definitiv eben am einfachsten und der schnellste Weg, dass man dann zu einem 4-Stern-Monster kommt. Das werde ich dann dort alles nochmal genau erwähnen. Ich habe eben schon einige Fragen von euch erhalten. Und ja, es freut mich, wenn langsam diese Beteiligung am Kanal einfach zunimmt und es eben mehr Fragen hereinkommen, weil ich dann auch weiß, wie ich meine zukünftigen Videos einfach gestalten kann, beziehungsweise wie ich euch eben direkt helfen kann. Und welche Informationen ich euch geben kann, dass ihr eben auch weiterkommt im Spiel. So, jetzt sind wir hier, das ist schon die letzte Welle, das heißt die zwei müssen noch weg und dann hat sich das erledigt. Der linke sollte eigentlich von selbst sterben, wegen den
Gift-Effekten, die er drauf hat, also die Gift-Stacks, die sollten ihn eigentlich töten nach seiner Runde, genau so ist es. Und er hier ist auch kein Problem mehr. So, damit habe ich das mal hier erledigt. Jetzt bin ich dann mal gespannt, wie es dann weiter aussieht. Okay, da haben wir wieder einen Erfolg abgeschlossen. So, die Glyphe brauche ich nicht. So, jetzt gehe ich hier mal raus auf die Ebenen. Heute lädt das irgendwie ziemlich lange, ist mir gerade aufgefallen. So, und zwar seht ihr, ich bin jetzt hier eigentlich komplett durch, bin eben hier beim Feuerlabyrinth auf der höchsten Schwierigkeitsstufe, in Albtraum eben, und da fehlen mir dann noch die letzten zwei Stufen, glaube ich, ja genau so ist es, 6 und 7 fehlt mir hier noch, und ja, dann bin ich eben hier, das letzte Mal, wo ich es versucht hatte, bin ich hier auf fortgeschritten beim Boss gescheitert, weil er dann ziemlich stark war plötzlich, also ich hatte bis dorthin eigentlich kaum Probleme, und dann war der Boss einfach irgendwie zu stark und hat mich dann besiegt mit der letzten Verwandlung, weil der Boss, der verwandelt sich ja dreimal, also es gibt dann vier Stufen alleine vom Boss, also von dem letzten Monster, und der hat mich dann besiegt, muss ich sagen, also ja, da hatte ich nicht wirklich eine Chance. Und ja, habe dann eben aufgegeben und dachte mir, okay, ich versuche das dann zu einem späteren Zeitpunkt nochmal. Ich gehe jetzt hier einfach mal weiter. Wie gesagt, nächstes Video werde ich eben dann genauer darauf eingehen, auf die ganzen Monster. Ich wurde auch noch gefragt bezüglich der Glyphen, ob ich die Glyphen-Sets nochmal genauer erklären kann. Werde ich dann auch noch machen. Und zwar wegen den Set-Effekten bzw. ja, was eben am Anfang besser ist mitzunehmen für euch oder was euch einen ja höheren Vorteil, sage ich jetzt mal, verschafft, einfach im Dungeon bzw. eben auch da im Szenario, was eure Monster einfach stärker macht. Ihr seht das bei mir, ich habe euch auch schon öfter gezeigt, welche Glyphen meine Monster haben, und ja, ich spiele eigentlich ja grundsätzlich mit Energie bzw. Eile. Also mit diesen zwei Sets auf einem Monster eben immer. Das heißt, einfach wegen der Lebenspunkte bzw. eben dann wegen dem Tempo, dass ich eben auch in den höheren Stufen immer als erstes an die Reihe kommen kann. Das ist für mich mal immer eigentlich das Ziel, dass ich den ersten Zug auf jeden Fall habe gegen die ganzen Monster. Ich werde dann schauen, ob es in den höheren Stufen zum Beispiel im Dungeon auch noch immer ausreicht oder ob ich dann noch mehr Tempo benötige. Aber im Moment ist es so, wie ich das Ganze zusammengestellt habe, auch von der Teamzusammenstellung her, ziemlich gut, und ich komme eigentlich überall recht gut durch. Bin jetzt auch in den ganzen verschiedenen Dungeons auch schon auf Stufe 7 bzw. 8. Die meisten lasse ich auf 7 auf Automatik laufen. Das heißt, soweit ist der Fortschritt ganz gut. Und ja, ich möchte euch einfach ermöglichen, dass ihr vielleicht, wenn ihr auch erst angefangen habt, dass ihr auch diesen Fortschritt halbwegs schnell erzielen könnt. Das Spiel ist ja jetzt bei uns seit 2 Wochen heraus. Ich spiele ja auch seit dem ersten Tag. Aber ich muss sagen, für die Spielzeit kann man sagen, dass der Fortschritt recht gut ist eigentlich. Für das, dass ich jetzt nicht unbedingt Glück hatte bei den Monstern. Wie gesagt, ich habe bis jetzt erst ein 4-Sterne-Monster bekommen. Aus den normalen Steinen heraus. Das andere 4-Stern-Monster ist von diesem Event, das ihr wahrscheinlich auch mittlerweile alle kennt, habe ich auch in einem alten Video schon einmal erwähnt gehabt bezüglich dieses Events, mit dem, dass ihr 150 2-Stern-Monster eben holen müsst, beziehungsweise eben aus diesen Seelensteinen herausholen müsst. Und dann bekommt ihr dieses garantierte 4-Stern-Monster. Also so habe ich meine 2 4-Stern-Monster dann erhalten im Endeffekt. Und ja, mit denen bin ich eigentlich ganz zufrieden. Ich glaube auch, dass es, wenn ihr zum Beispiel nur ein 4-Stern-Monster jetzt habt, dass es auch damit ohne Probleme geht. Und dieses eine 4-Stern-Monster kann sich ja grundsätzlich jetzt jeder eigentlich holen, weil das Event ist ja nicht so schwer, es ist einfach nur zeitaufwendig, also ihr werdet das nicht am ersten Tag oder am zweiten Tag jetzt erledigen können, aber ihr werdet das natürlich über einen längeren Zeitraum, 10 Tage circa, sage ich mal, werdet dieses Event auf jeden Fall erledigen können und euch dann euer 4-Stern-Monster abholen können. Und
dann ist es grundsätzlich eben so, wie gesagt, dass ihr ja dann nicht wirklich Probleme haben werdet, weiterzukommen. Es geht dann eben darum, was für Monster ihr aufwertet. Das ist immer für mich auch schwer zu sagen, weil ich oft die Frage einfach bekomme, ja, welche Monster soll ich aufwerten und so weiter. Das ist immer problematisch, euch das jetzt so näher zu bringen, weil ich durch das, dass ich natürlich in erster Linie nicht weiß, welche Monster ihr habt, dann kommt noch eben dazu, dass ich ja mir halt nicht von allen die Monster jetzt anschauen kann. Ich sage immer, ihr könnt mir gerne die Monster schicken, beziehungsweise einfach Screenshots schicken. Und zwar am besten geht ihr dafür einfach auf Facebook. Da habe ich so eine eigene kleine Seite eingerichtet. Die ist jetzt in erster Linie einfach nur dafür, um mit euch in Kontakt zu treten, weil man ja auf YouTube nicht, also keine Direktnachrichten jetzt verschicken kann. Dazu könnt ihr dort eben auf Facebook gehen. Dort gebt ihr einfach ein Criso, also meinen Namen so wie hier, und hinten noch YT dazu, also für YouTube eigentlich. Und ja, dort könnt ihr dann auf die Seite gehen und könnt mir einfach eine Direktnachricht schreiben im Messenger. Und ich werde dann versuchen, einfach dort so gut es geht, eure Fragen zu beantworten, wenn ich Zeit finde dafür. Das hat eigentlich eben diesen Grund, dass ich diese Seite gemacht habe. Auf der Seite ist jetzt nicht wirklich irgendwas, ja, super tolles irgendwie gepostet oder sonst irgendwas. Ich habe dort nur mal zwei Videos von mir geteilt. Das war es eigentlich im Großen und Ganzen. Also die Seite ist jetzt nicht wirklich unbedingt aktiv, aber sie dient einfach dafür, dass ich mit euch, also mit den Leuten, die halt hier meine Videos anschauen, dass ich da mit euch in Kontakt treten kann und euch vielleicht eben persönlich einfach leichter weiterhelfen kann, wenn ihr mir dann zum Beispiel eben sagt, ja, ich habe die und die und die Monster und mir vielleicht dann noch eure Glyphen schickt, was ihr so habt, dann kann ich euch den einen oder anderen Tipp geben, was ihr verwenden könntet, beziehungsweise wie ihr das Monster am besten aufbauen könnt. Und dann, ja, bringt euch das vielleicht im Spiel um einiges weiter. Und wie gesagt, es freut mich immer, wenn ich helfen kann. Ich weiß, wie gesagt, auch noch nicht so hundertprozentig jetzt alles von dem Spiel. Und ich bin auch immer froh darüber, wenn sich Leute einfach melden, die zum Beispiel sagen, hey, das und das, was ich vielleicht gesagt habe, dass es das noch nicht gibt oder dass man das noch nicht weiß, dass ihr mir das einfach unten in die Kommentare dazu schreibt oder mir einfach eine Direktnachricht daneben schreibt auf Facebook, damit ich einfach ja diese Informationen dann in den Videos weitergeben kann, so dass sie einfach mehr Leute sehen. Das ist mal der Grundgedanke an dem Ganzen. Und ja, wie gesagt, ich werde versuchen, die Videos weiterhin so zu gestalten, also recht informativ, werde aber auch zwischendurch so Videos machen, so wie jetzt, wo ich einfach nur mal laber und wo ich einfach ja nebenbei spiele, egal ob jetzt Dungeons, Szenario oder Arena, und hoffe halt, dass euch das so auch gefällt, habe auch schon einige positive Rückmeldungen dazu bekommen und es freut mich natürlich, dass ihr mir auch gerne mal einfach so zuseht, wenn ich spiele, beziehungsweise wenn ich einfach nur rede. Und ja, freut mich, dass das guten Anklang findet. Und ich werde mir auch in Zukunft Mühe geben, dass das so weiterläuft. Und ja, demnächst werde ich dann versuchen, eben, wie ich schon erwähnt habe, meine Webcam dann in Gang zu bringen. Und ja, dann sollte man mich dann in Zukunft auch bei den Videos direkt sehen können. Ich hoffe, dann schalten noch immer so viele ein, aber so eine schiere Fratze habe ich eigentlich nicht, glaube ich, aber ich weiß nicht, wie gesagt, kommt einfach ein bisschen persönlicher rüber, wenn ihr mich vielleicht auch seht, während ich die Videos eben mache. Und ja, ich hoffe, dass es euch dann ja weiterhin eben gefällt. Ich versuche eben den Kanal stetig zu verbessern und versuche eben auch ein bisschen eine ja breitere Masse, sage ich jetzt mal, anzusprechen, dadurch, dass es einfach schwierig ist, ja Informationen an alle weiterzugeben, wenn den Kanal nicht viele Leute sehen. Und in erster Linie ist es ja so, dass ich das eben deswegen mache, dass es ja, ich freue mich einfach, desto mehr Leute einfach zuschauen. Das ist natürlich klar, weil ja niemand macht jetzt im Endeffekt, sage ich mal, Content für sich selbst, also dass er mit sich selbst jetzt spricht oder was weiß ich was, sondern man will ja was an die Leute da draußen einfach weitergeben. Und das versuche ich eben so gut wie möglich und es freut mich,
wenn ich eben reinschaue und ich sehe auch, wenn eben nur ein neuer Abonnent dazugekommen ist oder wenn ein neues Kommentar dazugekommen ist oder sonst was. Ich freue mich einfach über jede einzelne Nachricht, über alles, ja, über jede Reaktion, die ich einfach von euch bekomme. Und ja, ich hoffe, dass das halt in Zukunft noch wesentlich mehr wird. Und ja, vielleicht gibt es dann auch mal diesen kleinen Support von Ubisoft, den ich bis jetzt leider noch nicht bekommen habe, muss ich sagen, weil ich habe eigentlich nur gefragt grundsätzlich, ob ich, also ob sie mir da ein Video von mir einfach mal teilen können auf der Facebook-Seite, die ihr wahrscheinlich auch schon kennt, also Might & Magic Elemental Guardians auf Facebook. Das ist die Seite auf Facebook einfach zu dem Spiel. Und ja, ich habe da eben einfach nur mal angefragt, also ich wollte jetzt kein Geld oder keine Ingame-Items oder sonst irgendwas haben, wie es viele andere eben bekommen haben, sondern ich wollte lediglich einfach, dass sie mich auf der Seite teilen, einfach aus dem Grund, damit mich ein paar mehr Leute sehen, dass sie eben zum Beispiel dort auf der Seite jetzt schreiben, ja, dieser YouTube-Kanal ist für, ja, deutschen Support mehr oder weniger, dass einfach die Leute wissen, okay, es gibt deutschen Support, auch wenn ich jetzt nicht so gut Englisch verstehe oder sonst irgendwas, dann kann ich mir einfach diesen Kanal ansehen. Es gibt viele ja, YouTube-Seiten oder YouTube-Videos auf Englisch, deswegen mache ich hier das Ganze einfach auf Deutsch, weil ich mir gedacht habe, dass, ja, es gibt einfach viele Leute, die vielleicht nicht so gut Englisch können oder vielleicht nicht die ganze Zeit, während sie ein Video anschauen, ja, mitdenken wollen und übersetzen wollen das Ganze, sondern die einfach, ja, zuschauen wollen, das Video genießen wollen mehr oder weniger und ja, einfach das direkt auf ihrer Sprache einfach haben und nicht dabei vielleicht nachdenken müssen oder sonst irgendwas. Deswegen mache ich das Ganze hier auf Deutsch und ja, wie gesagt, weil es eben auch mir am Anfang eben aufgefallen ist, dass es keinen deutschen Kanal in dem Sinn jetzt gibt, deswegen habe ich mir gedacht, ist es sicher sinnvoll, das auf Deutsch zu machen. Ich bin halt so, dass ich zum Beispiel persönlich lieber jetzt englische Videos mir anschaue, aber es ist eben, wie gesagt, von jedem unterschiedlich, also wie er das empfindet. Ja, manche schauen lieber Videos auf Deutsch, andere schauen es lieber auf Englisch. Das bleibt natürlich jedem selber überlassen. Ich, wie gesagt, schaue gerne auch Videos auf Englisch, weil ich nicht wirklich ein Problem damit habe. Also ich muss mir das jetzt nicht übersetzen, ich kann recht gut Englisch. Aber das ist eben nicht bei jedem so und ich will eben auch den Leuten hier eine Möglichkeit geben, die eben keine Lust haben, sich englische Videos jetzt anzusehen. Und ja, aus dem Grund mache ich das hier so. Und ja, ich hoffe, es gefällt euch eben weiterhin. Bis jetzt habe ich eigentlich im Großen und Ganzen, bis auf ein paar Kleinigkeiten, die ich vielleicht falsch gemacht habe, ja, im Großen und Ganzen positive Rückmeldungen bekommen, muss ich sagen. Das freut mich auch sehr, dass es eben guten Anklang findet und dass euch das Ganze gefällt. So, wir sind jetzt hier durch mittlerweile. Ich habe mich da jetzt ein bisschen verstrickt, ich labere einfach schon wieder viel zu viel und wir sind doch schon wieder fast bei 20 Minuten angelangt. Sollte eigentlich nur so ein kleines Infovideo werden für euch, eben wegen diesen ganzen Fähigkeiten bzw. eben Buffs und Debuffs, die ihr machen könnt. Ihr seht jetzt, ich bin hier im Feuerlabyrinth auch durch und es fehlt mir nur noch die letzte Insel, das Ödland. Und ja, hier wie gesagt bin ich mal beim Boss gescheitert. Den werde ich einfach auch noch hier mal versuchen, aber ich glaube einfach, ich weiß nicht, habe den schon vor längerer Zeit probiert, aber der war ja schon noch um einiges zu stark. Also es war jetzt nicht so, dass er mich knapp besiegt hat, sondern er hat mich schon, ja, also ziemlich chancenlos besiegt, muss ich sagen. Also viele Chancen hatte ich nicht gegen ihn. Es ist die zum Beispiel jetzt die erste Welle, weiß ich noch, dass sie ziemlich einfach war, aber danach ist es einfach schwieriger, weil eure Fähigkeiten ja auf Cooldown sind. Also das heißt, ihr müsst dann wieder warten, bis eure Fähigkeiten einsatzbereit sind und dann wird das Ganze schon schwieriger. Ihr seht das hier, jetzt habe ich mal die erste Welle erledigt, jetzt ja, wieder, belebt er sich wieder oder heilt sich wieder und
Ja, dann ist es eben die zweite Welle jetzt. Dann schauen wir mal, wie weit das jetzt diesmal geht. Ich weiß nicht, das letzte Mal, wie gesagt, bis zur letzten Welle, also Welle 4. Und dann hat er mich ziemlich eindeutig besiegt, weil er euch eben, genau, das wollte ich eigentlich gerade erwähnen, und zwar er verwandelt euch dann in solche Fledermäuse. Und dann wird es richtig schwer. Weil das Problem, was ihr dann habt, ist, ihr könnt hier keine Fähigkeiten verwenden, sondern ihr könnt einfach nur angreifen. Und mit diesen Fledermäusen könnt ihr auch, wie ihr seht, ihn nicht direkt angreifen. Jetzt auf einmal dann schon. Moment mal. Okay. Ah, weil ich verspottet war, das habe ich jetzt nicht beachtet. Ist klar, wenn man verspottet ist, kann man ihn nicht direkt angreifen. Das ist logisch. Ja, aber mit den Fledermäusen, wie gesagt, keine Fähigkeiten zum Einsetzen. Dann habt ihr eben das Problem, wie ihr seht, dann werdet ihr dauernd verspottet und so weiter. Und es wird dann einfach immer schwieriger, da durchzukommen durch das Ganze. Wenn ihr einen tötet eben, also einen so einen kleinen Skelettkrieger, nenne ich die jetzt einfach mal. Ich weiß leider wie immer nicht die genaue Bezeichnung, also wie die jetzt genau heißen. Wenn ihr so einen tötet, ist oft das Problem, dass er dann im Nachhinein die wiederbelebt, also er lässt sie wieder auferstehen. Und ja, dann stehen die Dinger einfach wieder da. Und ja, ihr habt einfach immer das gleiche Problem dann, nämlich an denen mehr oder weniger vorbeizukommen und ihn anzugreifen, weil euch die Kleinen einfach die ganze Zeit ja, verspotten. Ihr seht das hier jetzt, zack, und sie stehen wieder alle da. Jetzt muss man natürlich versuchen, ihn so gut es möglich ist, in dieser Runde einfach zu töten. So, das hat mal funktioniert. Jetzt kommen wir zur dritten Welle. Die habe ich eben das letzte Mal auch noch geschafft. Und dann in der letzten Welle steht er eigentlich nur eher alleine da. Aber dann wird es einfach richtig schwer. Ich versuche jetzt mal, das hier nochmal zu schaffen, dass ich einfach in die letzte Welle wieder hineinkomme. Und vielleicht kann ich euch das dann einfach zeigen, warum das so schwierig ist. Weil er euch einfach dauernd verwandelt und ihr einfach so gut wie keine Fähigkeiten wirklich benutzen könnt. Und ihr seht auch schon, dass die Monster alle ziemlich schnell sind, sie heilen ihn auch und ja, ihr seht ja hier, jetzt waren sie alle tot und jetzt sind sie doch wieder da im Endeffekt. Also es ist ziemlich kompliziert. Es ist nicht so einfach, also dass man jetzt hier irgendwie eine Taktik ja sagen kann oder nennen kann, weil ich kann jetzt nicht sagen, okay, tötet als erstes die Kleinen und dann den Boss, weil das funktioniert ja nicht. Also ja, ist mein Ratschlag jetzt, ihr nehmt eher was mit, was mehr Schaden macht und versucht einfach den Boss direkt anzugreifen. Ihr seht jetzt auch schon hier, wenn ihr euch den Angriffsbalken, den blauen Balken vom Boss anseht, seht ihr schon, der ist gleich am Anfang ziemlich voll. Also er hat schon ein richtig gutes Tempo. Also hier würde ich nur hereingehen, wenn eure Monster über 120 Tempo haben. Ihr wisst ja ungefähr, mein rechtes Monster, der Kappa, der rote, also der ganz rechte, hat, der jetzt gerade am Zug ist, der hat circa jetzt 140 Tempo. Dann der Felsenshogun, der zweite, dieser grüne, hat 138 Tempo und ganz links. Also mein erstes Monster hat 125 oder 128, sowas in der Art. Also ihr seht schon da, ihr braucht auf jeden Fall mindestens diese 120 Tempo, damit ihr auch eine Chance gegen ihn habt. Ich versuche das Ganze jetzt mal. Ja, ich habe halt leider das Problem, ist auch das, was ihr gesehen habt. Ich habe meine, also die meisten meiner Fähigkeiten leider auf Cooltime. Das heißt, ich muss wieder warten, bis ich sie wieder einsetzen kann. Und ihr seht schon, er verwandelt mich hier in diese komischen Fledermäuse. Und damit kann ich leider jetzt keine Fähigkeiten verwenden. Und ja, es ist dann einfach schwierig, ihn irgendwie zu töten, weil ihr seht jetzt auch, ich habe jetzt wieder diese ganzen Aufladezeiten, setzen sich dann immer wieder zurück. Das heißt, ich kann einfach nicht wirklich Fähigkeiten verwenden. Und früher oder später stirbt man dann einfach, weil man ihn einfach nicht runterbekommt vom Leben. Ich meine, ich bin jetzt zwar um einiges stärker, als ich es vorher war, also beim letzten Mal, wo ich es hier versucht habe. Aber ich weiß einfach nicht, ob das ausreicht.
So, okay, jetzt hat es nur geschafft, einen zu verwandeln. Das ist natürlich schon mal ein Vorteil. Jetzt kann ich ihn hier wieder mal verlangsamen. Hat leider nicht funktioniert, er hat widerstanden. So, Gift habe ich aufgetragen. Leider der Blendeffekt hat nicht funktioniert. Ja, und jetzt wird es halt dann schon knapp. Weil, ja gut, er schlägt jetzt mal auf den anderen. Das ist natürlich ein Vorteil jetzt, weil hätte er wieder auf meinen Felsenshogun geschlagen, wäre er schon so gut wie tot. Das heißt, ja, ihr seht auch, er wirft auch einen Teil vom Schaden zurück. Also ihr seht auch immer, den Schaden, den ihr macht, den wirft er ungefähr zurück, wenn das stimmt. Wenn ich da jetzt richtig aufgepasst habe. So, er widersteht auch diesen ganzen Zaubern. So, mein Felsenshogun, wie ihr seht, der tötet sich jetzt mittlerweile selbst eigentlich. So, jetzt sind wir alle wieder verwandelt. Es ist knapp, es ist knapp. Es könnte funktionieren. So, ihr seht, Felsenshogun hat sich selbst getötet. Ja, das ist eben das Problem. Und jetzt haben wir dann wieder alle Fähigkeiten leider wieder auf der maximalen Cooltime. Das heißt, ich kann wieder im Endeffekt nicht wirklich was verwenden. Jetzt habe ich hier das Problem, dass er sich, ja gut, er hat noch einen Heileffekt. Das heißt, er wird sich wahrscheinlich doch, er tötet sich auch selbst. Das ist natürlich schlecht. So, jetzt schauen wir mal. Gut, er hat wieder einen verwandelt. Gut, jetzt können wir uns nochmal hier den Angriffsbuff geben. Es wird eng, es wird eng. Also, ich glaube leider, dass es sich nicht ausgehen wird. Weil, ja, die Rüstung konnten wir ihm wieder nicht durchdringen. Jetzt kommt es halt einfach darauf an, was er jetzt macht. Schauen wir mal. Gut, damit habe ich mich nicht selbst getötet. Puh, das wird eng. Das wird eine reine Glückssache jetzt, ob ich nochmal drankomme vor ihm oder nicht. Ja, das ist der Fall und okay. Geschafft, aber ihr seht schon, das ist richtig heftig. Also durch das, dass ihr euch dann eben selber, also dass ihr den Schaden reflektiert, mehr oder weniger, bekommt ihr einfach auch einen guten Anteil an Schaden und habt dann eben damit das Problem, dass ihr, ja, auch mit jetzt, auch wenn ihr lauter Heiler zum Beispiel mitnehmt, werdet ihr da ein Problem bekommen, weil ihr die Fähigkeiten trotzdem nicht immer einsetzen könnt, weil sobald ihr euch verwandelt in diese kleinen Fledermäuse, setzt ihr eure Fähigkeiten auf die maximale Abklingzeit und damit kommt ihr dann ja eigentlich nicht wirklich gegen ihn an, weil ihr könnt euch nicht heilen, ihr könnt keine speziellen Effekte verwenden, ihr könnt ihn jetzt auch nicht unbedingt vergiften und wie ihr gesehen habt, dürfte er auch eine ziemlich hohe Resistenz haben, da er den meisten Fähigkeiten, die ich auf ihn angewendet habe, einfach widerstanden hat. Und das ist, ja, ich bin mal gespannt, wie das hier in der letzten, also in der letzten Schwierigkeitsstufe wird auf Albtraum. Ich glaube, also ich glaube, ich weiß sicher, dass ich ihn mit dem Team nicht besiegen kann. Das hat man ja jetzt gerade schon gesehen, weil er wird hier sicher noch um einiges stärker sein. Ich weiß auch bis jetzt noch von niemandem, der ihn besiegt hat, also zum Beispiel jetzt aus meiner Gilde. Ich weiß nicht, ob es sonst schon jemand geschafft hat, der eben erst seit den 2 Wochen spielt. Muss dann mal schauen, ob es da vielleicht irgendwelche Tipps oder sonst irgendwas gibt, welche Monster man da mitnehmen sollte. Ich werde dann auf jeden Fall versuchen, mal ein Monster mitzunehmen, das einfach den ganzen Effekten widerstehen kann, weil vielleicht kann man dann auch diesem Zauber widerstehen, dass man in die Fledermaus verwandelt wird. Und dann wäre das Ganze natürlich wesentlich einfacher. Weil mit dem kämpft man eigentlich am meisten, weil da macht man zu dem Zeitpunkt natürlich weniger Schaden als sonst. Und was noch dazu kommt, ist eben das, dass die Fähigkeiten alle auf die maximale Abklingzeit gesetzt werden und dann wird es halt richtig schwierig. Ich schaue jetzt hier einfach mal, ob ich hier weiterkomme auch. Aber es sieht eigentlich normal im Szenario halbwegs unproblematisch aus, solange die Monster nicht wesentlich schneller werden, geht das eigentlich. Ihr seht zwar hier, dass die Angriffsbalken mittlerweile auch schon ziemlich voll sind von den Gegnern, aber ja, solange man es, sage ich mal, schlauer spielt und seine Fähigkeiten ja halbwegs gut einsetzt und jetzt nicht unbedingt dann, wenn nur noch ein Monster dasteht, seine ganzen Fähigkeiten auf das eine Monster dann verballert, dann sollte das eigentlich ja halbwegs gut funktionieren im Szenario. Also da solltet ihr eigentlich jetzt nicht wirklich so große Probleme haben. Und
Ja, sonst, wie ich es eben schon erwähnt hatte, wenn ihr im Szenario nicht mehr weiterkommt und ihr merkt einfach, ja, okay, das geht sich auf keinen Fall aus, verschwendet nicht eure Energie, also versucht es jetzt nicht eine Stufe 10 Mal hintereinander zu schaffen, wenn ihr sie nicht schafft beim ersten Mal, lasst es einfach bleiben und schaut, dass ihr dann in den Glyphen-Dungeon geht, farmt dort einfach ein paar Glyphen für euch heraus. Wertet eure Glyphen auf, die ihr auf den Monstern habt, und dann versucht ihr es einfach wieder. Und dann werdet ihr sehen, ihr kommt dann wahrscheinlich oder ziemlich sicher einfach um einige Stufen wieder weiter. Und ja, so würde ich das immer und immer wiederholen, bis ihr eben dann das Szenario dann irgendwann komplett durchgespielt habt. Eben wegen diesen ganzen Belohnungen. Man kriegt ja super Belohnungen dafür. Und das ist jetzt mal, so sage ich mal, mein Hinweis für euch, wie ihr das Ganze einfach machen könnt. Wenn ihr jetzt sagt zum Beispiel, ja, ich will auch besser werden und ich komme da nicht weiter, einfach nicht jetzt aufgeben und vor allem das Allerwichtigste, nicht die Energie verschwenden, weil die Energie wird mit der Zeit dann ja ziemlich rar. Also ihr kommt dann schwer an Energie heran, weil ihr nicht mehr so viele Level dann bekommt, weil es einfach länger dauert, weil ihr mehr Erfahrungspunkte benötigt für ein Level. Und dann ist es einfach wichtig, dass ihr eure Energie sinnvoll verwendet. Also nicht jetzt zum Beispiel, wenn ich jetzt hier hergehe und mich einfach mal als Beispiel nehme, wenn ich jetzt diese Stufe nicht schaffen würde, dann würde ich sie nicht nochmal versuchen. Also das heißt, ich würde jetzt nicht dann direkt nochmal auf nochmal versuchen drücken und einfach das Ganze nochmal spielen und darauf hoffen, dass ich es dann schaffe, sondern ich würde einfach mal hier rausgehen und in den Glyphen-Dungeon hinein. Würde wieder schauen, dass ich mir ein paar Glyphen organisieren kann, beziehungsweise meine Glyphen, die ich im Moment auf den Monstern habe, vielleicht eine Spur zu verbessern und dann wieder einen neuen Versuch starten. Genauso ist es eben auch im Glyphen-Dungeon. Wenn ihr jetzt dort seid auf, sagen wir, Stufe 4 und ihr wollt Stufe 5 mal versuchen und versucht Stufe 5 und es funktioniert nicht, dann lasst es einfach bleiben. Also versucht keine Stufen, wo es eher aussichtslos ist, dass ihr die jetzt schafft und probiert es einfach dann erst wieder, wenn ihr euch sicher seid, dass es jetzt von den Glyphen her reicht oder wenn ihr die Glyphen um einiges aufgewertet habt oder zum Beispiel eure Monster jetzt um eine Stufe eben aufgewertet habt, zum Beispiel von 3 Sterne auf 4 Sterne und versucht es dann einfach erneut dorthin zu gehen und dann dieses Level zu schaffen. So kann ich euch das nur empfehlen. Ist meiner Ansicht nach ja einfach sinnvoller, weil ihr da eure Energie dann so gut wie möglich einfach nutzen könnt. Was dann einfach, ja, sage ich mal, auch der Schlüssel zu dem Spiel ist, weil wenn ihr zu viel Energie verschwendet auf unnötige Sachen, dann kommt ihr einfach nicht weiter. Deswegen ist es einfach ratsam, wenn ihr hergeht und das sinnvoll einsetzt, das Ganze. Ich werde jetzt hier einfach noch ein bisschen weiter spielen, werde versuchen, mal bis zum Endboss zu kommen. Für den Endboss muss ich mir dann allerdings irgendeine andere Taktik überlegen, weil es, wie ihr gesehen habt, wird das mit diesen Monstern auf keinen Fall funktionieren, da es schon bei der vorigen Schwierigkeitsstufe oder beim vorigen Schwierigkeitsgrad einfach schon eher mehr Glück war, sage ich mal, dass ich da irgendwie durchgekommen bin. Und ja, hätte ich das jetzt auch nicht geschafft vorhin, hätte ich es auch in naher Zukunft nicht unbedingt wieder probiert, dann hätte ich gesagt, okay, gut, dann lasse ich das restliche Szenario eben für den Moment mal auf der Seite liegen oder stehen und probiere einfach mal wieder weiterzukommen von den Glyphen und ja, schau dann später nochmal vorbei. Aber jetzt bin ich ja mal hier angelangt, jetzt versuche ich eben diese Stufen durchzuspielen, versuche dann eben hier bis zur letzten Stufe, also bis zur 7er Stufe zu kommen, bis zu dem Endboss und ja, dann werde ich es einfach mal dort bleiben lassen für den Moment und werde das dann einfach in, ja, keine Ahnung, es wird sicher dauern, sage ich mal, also entweder muss ich dafür ein anderes Monster bekommen oder ein anderes Monster aufwerten, mal, dass ich dort durchkomme. Ich meine, ich mache das Monster jetzt nicht nur für den Endboss, also das ist auch nicht der Sinn der Sache, dass jetzt ein Monster nur für eine gewisse Stage einfach oder für ein gewisses Level einfach aufwertet. Aber ich habe ja ein neues Monster bekommen, einen neuen Heiler. Das habt ihr im Opening-Video gesehen, war glaube ich eh das letzte Monster, was ich bekommen habe. Und ja, mit dem werde ich dann versuchen,
mit diesem neuen Supporter einfach, dass ich dort dann vielleicht irgendwie eine Chance habe. Weil er gibt ja eben Immunität und ich glaube, dass es mit Immunität eigentlich funktionieren sollte, weil er mir dann, ja, normalerweise sollte er mir dann nicht meine Fähigkeiten zurücksetzen können und er sollte mich auch nicht in die Fledermaus verwandeln können, außer der Boss ist irgendwie mega stark oder hat irgendwie super Fähigkeiten, ich weiß es nicht. Normalerweise sollte es eben, wie gesagt, nicht funktionieren, wenn ihr Immunität auf euch drauf habt, sollte es nicht funktionieren, dass er euch diese Fähigkeiten zurücksetzt bzw. euch verwandelt, weil dann müsst ihr euch erst einmal die Immunität wegnehmen, die kann er euch aber nicht wegnehmen, weil er diesen Zauber nicht besitzt, soweit ich weiß. Gut, so, jetzt sind wir hier auch gleich in der letzten Welle. Ich habe mich jetzt nicht so darauf konzentriert, dass ich so schnell weiterspiele. Ich versuche euch eher hier nebenbei ein bisschen zu unterhalten. Ich hoffe, das interessiert euch, wie gesagt, auch. Das Video ist jetzt schon ziemlich lang. Ich habe auch vorhin mal drauf geschaut, da waren es 30 Minuten, jetzt sind es mittlerweile schon 35. Ich versuche, ja, meine Videos ja normal eher kürzer zu halten, sage ich jetzt mal. Aber, ja, warum mache ich das jetzt hier so? Weil ich mir denke, gut, es gibt vielleicht den einen oder anderen, der auch mal etwas genauer oder einfach nur zuschauen will, sage ich mal. Ja, also der einfach Zeit hat und vielleicht vor dem PC sitzt und das Handy in der Hand hat, selber gerade am Spielen ist und sich denkt, okay, ich schaue mir nebenbei einfach die Videos an und lasse mich hier ein bisschen bequatschen, mehr oder weniger, ja, oder unterhalten, wie auch immer. Und ja, sowas freut mich natürlich auch, also wenn ihr mir gerne zuschaut oder ja, einfach auch seht, wie mein Fortschritt gerade ist im Spiel, freut mich das auch immer. Ich habe das schon von ein paar Leuten einfach auch mitbekommen oder gehört, dass ihr das cool findet, wenn ich da einfach so am Spielen bin und einfach dazu ein bisschen was laber. Und freut mich einfach, dass es gut ankommt bei euch. Und ich hoffe, dass sich der Kanal eben dann weiterhin positiv entwickeln kann und auch mit der Zeit eben ein Stück weit wächst, beziehungsweise meine Videos, die ich eben mache, dass sie dann eben auch ja eine gewisse Reichweite eben erzielen, also dass sie mehrere Leute sehen können und eben vielleicht ihren Vorteil daraus ziehen können. Es gibt sicher auch Leute, die sagen, ah, Videos, das ist komplett unnötig, aber wie gesagt, ich bin für euch da, für die Leute, die einfach Hilfe benötigen. Und ja, es ist ja niemand gezwungen, die Videos anzusehen. Ich freue mich einfach, wenn ein Teil von euch das gut findet, was ich mache, und ja, mir, sage ich jetzt mal, auch mal nette Kommentare da lässt oder beziehungsweise mir ein paar Vorschläge gibt, was ihr sehen wollt in den nächsten Videos, ist dann natürlich für mich auch leichter, wenn ich weiß, okay, gut, ich kann euch mit dem oder mit dem eine Freude machen oder euch eben weiterhelfen. Und ja, ich werde es jetzt hier mal bleiben lassen für den Moment. Ich werde natürlich selber weiterspielen, aber ich werde jetzt nicht mehr weiter aufnehmen, weil das Video schon einfach viel zu lang ist, und ich habe dann vor, dass ich später, wenn ich Zeit habe, noch ein Video mache. Das wird dann wieder ein eher informatives Video werden, und ja, ich hoffe, dass wir uns dann eben bei dem Video wiedersehen. Bis dahin viel Spaß und viel Glück beim Spiel und bis zum nächsten Mal.